Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Dragon Ball Fighters Video. Der Balance Patch, der kleine zumindest, der ist ein bisschen kleiner geworden als gedacht, ist jetzt released worden. Und C16 und Vegeta hat es in der Hinsicht erwischt, was Nerfs angeht. Und ich werde gucken, ob wir mit dem Team immer noch spielen können. Ja, deswegen schauen wir jetzt erstmal hier rein. So, jetzt muss ich ja erstmal gegen einen anfangen, der schon 1000 Matches gespielt hat, deswegen lassen wir erstmal reinkommen. Ja, der Fightstick war schon verstaubt. Er geht auch direkt aufs Ganze, ist aber alles easy noch. So, ich bin dran. Dann wollte ich chargen. So, wir wechseln aus. Und den müssten wir haben. Jawohl. So, und da gehen wir schon in Führung. Ein paar Sachen wurden genervt. Ich versuche gleich drauf einzugehen. Gohan ist natürlich ein schneller Bub. Er geht halt immer hin. Okay. Aber ich auch. Wake up moves. Schade. Okay, komm und weiter. Wir sind dran. I got the cracks. Nein, der zweite Lobband hat nicht getroffen. Und meine Combo leider auch nicht. Doppel-Ulti. Nein! Ah, der Low Punch hat da nicht getroffen wieder. Beim Runterfallen, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber okay, haben jetzt beide einen Charakter verloren. Ich hätte ihn eigentlich auswechseln sollen und übrigens auch wollen. Oh, diesmal geht er nicht direkt. So, gehen wir mal direkt in Level 3. Das könnte sein, dass er Sparkling dafür jetzt benutzt. Hier haben wir noch einen harten Knockdown auf den Move, auf den anderen leider nicht. Aber hier reicht es ja. Ja, für das Gimmick hat es gereicht. So, was macht er jetzt mit Gohan? Ich versuch's echt. Ich gehe davon aus, er macht's nochmal. So, jetzt muss er sparkeln. Jetzt muss er X-Faktor machen. Ah, ich hab gehofft, ich charge ihn rein. Aber wir sind erstmal ganz locker flockig dran. Ein bisschen comboen kann nicht schaden. Er kann jetzt aufstehen. Ah, okay, da muss ich das Timing halt für kriegen. Das ist das, was übrigens genervt wurde. Kein hart Knockdown mehr nach seinem Grappling-Move. Und deswegen habe ich versucht, ein neues Timing zu finden, um ihn da attackieren zu können. Ja, nur damit ihr da Bescheid wisst, worum es eigentlich geht. Deine Zeit, die abläuft. Ja, aber zweimal reicht. Nix. Die Runde nehmen wir. Jawohl. Schönes erstes Match. Ich hoffe, er möchte nochmal. Ja, ist ein, scheint ein guter Gegner zu sein. Also gerade für mich, um meine Schwächen hier zu trainieren. So, C16. Yes! Jawohl, wir haben einen Opener und beide Assists ready. Da musste ich mir was Neues einfallen. Hopp! Jawohl! Die Gimmicks hat er immer noch drauf. Yes! Oh, sick! Das hat geklappt. Und wenn ich das jetzt gut runterspiele,
müsste ich ihn haben. Seinen stärksten Gegner, also seinen stärksten Charakter, würde ich sagen. Schön runtergespielt. Nix da. Damit habe ich gerechnet. Dann nutze ich immer noch meinen Hyper-Armor-Vorteil aus. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Was haben wir jetzt für ein Gimmick parat? Jetzt kommt der Wake-Up-Move. Yeah. Und zack. C16 wurde genervt, ja? Noch nicht in meiner Welt. Ja doch, wurde er. Okay, 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 er ist dran. Lol. Aber jetzt bin ich dran. So, jetzt ein Gimmick. Mal sehen, wann er Sparkling. Er muss Sparkling eigentlich nutzen, wenn ich jetzt hier am Boden lande. Also, jetzt. Da ist er. Schön, 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 schön. Da war im Runterfallen perfekt getroffen. Ja, okay, das war gut. Goku ist immer noch gefährlich. Aber Badook auch. Dann wasten wir ein bisschen Zeit mit einer schönen Bardock-Kombo. Mein Sparkling kann nicht mehr so lange halten. Da ist es auch schon aus. Oh, da wollte ich zu viel. Da ist er schön hinter beide Gegner geportet. Ja, vielleicht nicht auszählen, ja? Er kann immer noch zurückkommen. Kommt die zweite Ult. Aber wieder mal, Vegetas Knie in der Fresse ist immer gefährlich, ja? Tut immer weh. I am still Super Vegeta. Bei C16 wurde halt genervt, dass du keinen harten Knockdown mehr bei dem Grab hast. Bei Vegeta wurde der Blockstun von seinem Charge genervt. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Jawohl. Bei Vegeta wurde halt der Assist ein bisschen genervt. Das wurde auch Zeit, aber das betrifft mein Combo-Potenzial mit dem Assist nicht. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt für ein Gimmick bringen. Weil jetzt steht er wieder auf gleich. Ah, okay. Ich will aber erstmal wieder Son Lohan zurück. Oh, gut, dass er angegriffen hat. Ich wollte ihn damit im Common Grab direkt attackieren. Maseno, würde ich sagen. Oh, sehr gut. Perfekt. Jetzt pass auf die Gimmicks auf. Oh nein, das ist ein Toter C16 und er hat noch 3 Chars. Ich habe zu viel gewollt, wieder mal. Ja, okay, okay, okay. Oh shit. Ah, zu lange gegambelt hier. Das wird jetzt teuer. Ja, dankeschön. Dann wird jeder mir wieder den Arsch gerettet. Er hat direkt angegriffen. Oh, ich wollte ihn gerade packen an der Stelle. Zick. Er hat mich gelesen wie ein offenes Buch. Okay, das könnte zu spät sein. Ah, okay, er OTG mit... der kommt low. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube, das Match nimmt er mir ab. Aber können wir mit Super Vegeta... Oh, Kamen Rider. So. Zwar. LOL, er kann ihn blocken! Und danach in den Grab. Ja, sick. Ich dachte, sein Teleport. Okay, wenigstens kriegen wir den. Dann machen wir. I got the cracks und ein Final Flash.
So. Ja, okay, wir sind doch wieder auf 2-2 runter. Nope. Du kommst einfach so wieder nach unten. Nein. Gib mir mal den anderen wieder. Ja, da geht er schon sparkeln. Ist okay für mich. Ja, komm, spielen wir ein bisschen auf Zeit, Gohan. Hä? Oh. Nope. Direkt in den Overhead. Boom. Ah. Nein. Doch nicht, wenn Vegeta sein Knie noch ready hat. Oh, die Combo war so smooth. Habt ihr gesehen, woraus die gekombot wurde und wie die extended wurde? Oh, sweet. Das war Zucker. Leute, der Kampf war der Burner. Ja, Rank down, Xypher. Hast aber gut gekämpft. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und damit willkommen zurück zum nächsten Kampf gegen Cliff Bunny, Supreme Kai. Und eine relativ gute Statistik, würde ich sagen. Von Win-Loses. Bin ich mal gespannt. Piccolo, C21 habe ich gesehen. Und wen hat er noch am Stissel? Oh, ist das? Aber wir haben einen Optimal-Opener mit einem falschen Grab am Ende. Aber da fallen viele drauf rein. So, jetzt bin ich dran. Jetzt muss mein Gimmick am Ende stimmen, weil jetzt klappt das nämlich auch, was ich gerade fordere. So, was bringen wir jetzt für einen? Okay, dann finishen wir direkt. Wenn er sich da kurz packen lässt, dann ist das mein Vorteil. So. Boah, da habe ich aber Glück gehabt, dass er da direkt ins Kamehameha gegangen ist. Das wollte er nicht mal an der Stelle. Ah, okay. Cliff Bunny. Das ist ein mieser Start. I got the creeps. Na, Vegeta ist doch noch mein Backup-Boy. Mal sehen, ob ich das immer noch schaffe. Jawohl! Smooth in der Luft weitergemacht und ich würde sagen, surrendered. Combos vom Feinsten! Entschuldigung. Hm, ich glaube, wir machen keinen Rematch, oder? Cliff Bunny? Lass mal am Stissel. Jawohl, Alter, er macht, okay, dann unterschätze ich noch nicht. Ich glaube, dann hat er die Runde einfach gerade hingenommen. Das kann ja auch sein. Was hältst du von meinen Vegeta-Gimmicks? So, und jetzt down on the ground. Wake up. Oh, guter Sprung an der Stelle. Dass er dann nochmal den Double Jump genommen hat. Okay, jetzt ist er dran. Ja, ein bisschen zu spät das Timing an der Stelle. Okay, ich muss selber extenden. Er wird jetzt aufstehen können. Schade. Einmal das Kamel. Nein! Das könnte er finishen. Ja, Goku macht echt gut Schaden. Das kann man nicht unterschätzen. Oh, DHC auf C21. Ich rechne mit einem Direkt-Switch. Komm, du switcht jetzt instant.
Okay. Dann switch ich dich. 2 gegen 2. Son Goku. Boom. Kriege ich Vegeta ready? Ja. Dann gehen wir in die Cracks. Na, ich hatte gutes Corner Pressure. Du machst da was Kamehameha-mäßiges, aber das wollen wir nicht, ja? Oberteufel. Komm nicht an. Oh, hat sogar geklappt. Größere Hitbox bei Piccolo. So, jetzt muss das Gimmick sitzen. Ja. Das war nicht schlecht, aber ich habe noch eine zweite Chance. Okay. Hey, 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 Cliff Bunny. Wir gucken uns das zu Ende an. Jetzt kommt der Enrage. Habe ich gewusst und gekontert. Balance Patch, hä? Aber Super Vegeta hält's nie auf. Alles klar, Leute. Das war doch ein schöner, kurzer Part mit dem neuen Update. Ich werde ein paar Matches gegen Capuzzo Just for Fun machen, wenn ihr Bock habt. Deswegen lasst auf jeden Fall mal ein Like für Dragon Ball FighterStar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.